Hallo! Ja, nachdem das letzte Video ja sozusagen nicht ganz so schön war, geht es heute umso positiver weiter. Also ich bin auch noch nicht so ganz über mich selber hinweg, aber ich dachte mir, es macht doch irgendwie keinen Sinn, sich die ganze Zeit hier selber zu bemitleiden und man muss einfach das Beste irgendwie draus machen. Und ich weiß, so eine Depression hat jeder irgendwie mal, aber wie gesagt, Depression ist was, was man sich selber einfängt und das muss einfach nicht sein. Und deswegen habe ich mir gesagt, dass ich dieses Gewächshaus, dieses Indoor-Gewächshaus, was ich mir mal irgendwann vor 8 Wochen, 12 Wochen oder so gekauft habe, wo mein Papa mir noch freundlicherweise ein paar günstige Lampen runtergebaut hat, dass ich dafür heute in ein Gartencenter fahre und mir irgendwie so ein paar Samen kaufe, irgendwie Rucola, Feldsalat und so weiter und euch das mal vorstelle. Weil ich finde innen drin so Sachen anbauen auch irgendwie ganz interessant. Also jetzt nicht das, was der eine oder andere denkt, aber so eine Sachen, die man für die Küche gebrauchen kann. Und deswegen zeige ich euch das Teil jetzt mal. Also, so sieht das im Gesamten aus. Das sind die Lampen, die mein Papa mir drunter gebaut hat. Und das sind diese Kästen. Da habe ich mir eine Zeitschaltuhr gemacht, weil man guckt immer, wie lange so eine Pflanze, die ich mir jetzt hier ansetze, zum Beispiel Rucola oder so, wie lange die Belichtung brauchen. Also wie lange stehen die eigentlich in der Sonne. Dann gießt man die hier an und dann läuft das Wasser sozusagen hier runter und sammelt sich dann hier und muss dann, ich denke, bewegt werden. So sehr habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Und dafür zur Anzucht habe ich mir diese Ballen hier bestellt. Das sind so eine Dinger, die drückt man hier sozusagen rein. Und da macht man den Samen rein. Aber um was anzupflanzen, braucht man natürlich auch ein paar Samen und die gehe ich mir jetzt kaufen.